Ja Leute, ein herzliches Willkommen zu Hot Lap in Katar. Eine neue Strecke und wir werden ein bisschen hier rundfahren. Abonniert gerne den Channel kostenlos und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Aber hier mal Katar, die nächsten 11 Jahre im Kalender. Und welche Strecke ist das eigentlich? Gucken wir uns mal die Streckenstatistik an. Das Debüt gab es 2004, wurde die Strecke fertiggestellt und seitdem ist eigentlich Standardgast die MotoGP. Aber auch der japanische Supercup oder so ist auch hier mal gefahren. Die meisten Siege wissen wir noch nicht. Heute kann sich der erste feststellen. 5,5380 Meter hat eine Runde. 16 Kurven, sehr rechtslastig. 10 rechts und 6 links und 57 Runden. Ähnlich wie bei reinen Verhältnissen. Hier haben wir nochmal die DRS-Zone. Es ist nur eine. Auch Start und Ziel. Da wird auch wahrscheinlich die beste Überholmöglichkeit sein. Oder nach Kurve Nummer 3 den Berg hinauf. Also das ist wirklich die erste Passage. Ist ähnlich wie in Bahrain. Dann wird es sehr kurvig, muss man sagen. Und dann wieder am Ende mit einer langen Geraden. Von der Streckenstatist-Struktur her ist es, wie gesagt, ähnlich wie bei Rhein, aber natürlich wieder komplett anders für die Fahrer. Viel Wüste, natürlich eher wieder in die Nacht, wie Abu Dhabi. Ich habe das Video, los geht's. Wir sind hier, abonniert, wie gesagt, gerne den Channel und wir sind mit dem Alpine heute unterwegs. Was alles im Rennen passiert, werden wir morgen auf TikTok klären. So, erste Kurve, sehr tricky, sehr lang gezogen. Die ist echt schwierig zu fahren. Ich bin die Strecke einmal selbst gefahren, aber habe die Hotlap dann online genommen. Kurve 1 sind wir durch. Kurve 2 ist eigentlich im Flow, den musst du Vollgas mitnehmen. Dann kannst du gleich Kurve 3 eigentlich auch mitnehmen. Und dann mal eine kurze Verschnaufpause, muss man sagen. Dann Kurve 4, die ist wieder extrem lang. Also Kurve 4 und 5 ist eigentlich fast wie eine Kurve. Genau, hier 4. Da hast du eine kleine Gerade, aber die merkst du eigentlich nicht, weil du die komplett wie eine Kurve fährst. Und dann kommt Kurve 6. Die ist eine Haarnadelkurve. Hier, da kommt auch das Heck sehr nah. Eine Haarnadelkurve und ja, beim Rausbeschleunigen ist leicht das Heck gekommen. Aber das ist kein Problem. Die Strecke ist sehr toll und wirklich, die lässt auch ein paar Fehler zu, weil viele Auslaufzonen sind. Aber auch leider ein paar Kiespads hier. Kurve 7, wieder eine lange Rechtskurve. Das ist halt typisch Motorrad, muss man sagen. Und dann kommt Kombination 8, 9, 10 und die 11. Also 10 und 11 sind fast eine Kurve, muss man sagen. 10 ist die untere, wo man rausbeschleunigt. Und 11 dann die langgezogene. Hier dann 8, genau. Dann da musst du im Flow bleiben. Immer ein bisschen vom Gas runter. Und eigentlich, hier geht es dann wieder Vollgas durch. Die Kurve Nummer 11 fährt man Vollgas komplett mit Anschlag durch. Und dann ein bisschen verschnaufen. Zu, rauf, zu Kurve Nummer 12, 13 und 14. Genau, hier beim Rausbeschleunigen. Track Limits sind natürlich hier eine Sache. Und beim Rausbeschleunigen natürlich den kompletten Schwung mitnehmen. Dann kommt nämlich eine Geraden bis zur Kurve 16, muss man sagen. Also Vollgas durch ab hier. Kurve 15 ist meine Lieblingskurve. Track Limits waren hier eine Sache. Auch Gasly hat sich hier gestern im Qualifying sein Rennen zerstört. Seine Qualifying-Zeit zerstört und auch die der anderen. Und dann hier Kurve 16, Track Limits waren hier immer eine Sache. Auch die Curbs links sind für mich ein bisschen zu hart, aber passen dann. Und dann hier die einzige DRS-Zone. Das war eine flotte Runde hier in Katar. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu dem, was gestern auf der Strecke passiert ist in Q3. Einmal, wir hatten den letzten Run, alle sind draußen, Gasly ist vor allen und holt sich in Kurve 15 einen Flügelschaden und einen Reifenschaden und ja, hat dadurch doppelt gelb ausgelöst. Jeder, der hinter ihm oder halt in der Nähe von ihm war, seine Runde wurde zerstört und deswegen hat sich dann ein mega Vorsprung zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen herauskristallisiert. Natürlich, Bottas wollte seinen ersten schlechten Run ein bisschen verbessern, ist nicht mehr gegangen. Hier haben wir das vollendete Klassement. Verstappen droht zwar noch eine Strafe, aber zu dem Zeitpunkt jetzt ist noch keiner da. Hamilton vor Verstappen, ich glaube eine halbe Sekunde, dann Bottas, Gasly mega stark auch das ganze Wochenende, Alonso 5, bester Startplatz, wirklich, Norrie auch super weit vorne, gut gegen die Ferraris, und dann haben wir Tsunoda, Ocon, Vettel und Perez nur auf 11, wird sehr spannend heute. Mein Tipp für das Rennen ist auf jeden Fall, Hamilton holt den Sieg, mit der übertriebensten Pace kann man nur den Win holen, Bottas wird Zweiter und Verstappen Dritter. Was sagt ihr, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich bin auf jeden Fall gehypt, das Rennen wird mega spannend, man kann gut überholen, abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne ein Däumchen rum da und ja, wir sehen uns hoffentlich auf Instagram ITU_Gaming oder auf TikTok, wie gesagt, da werde ich auch noch einen detaillierten Tipp raushauen, ITU_Gaming oder It's Tobi. So, alle Links sind unten in der Bio, aber jetzt war es mal mit Werbung. Ciao, bis zum nächsten Mal. Morgen kommt ein Force-Video. Ciao.